Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dingens Forza Motorsport 5. Wir haben gestern unseren BMW X5 M, unser rosa Monster, haben wir hochgetuned. Wir fahren heute mal ein Speed Race, beziehungsweise in Le Mans, wer das kennt. Hier, alles schön gerade. Sehr viele Kurven, weniger als der Nürburgring jedenfalls. Und wir fahren da mit meinem Top-Auto eigentlich. Mit dem will ich nicht unbedingt fahren. Obwohl, der hat halt natürlich die besseren Werte. Fahren wir mit dem. Scheiß drauf. So, und auch hier Spieloptionen. Natürlich so viele Drive-Tatare wie möglich. Unschlagbar. Fahren wir mal 2 Runden. Und ich glaube, dann fange ich auch mal mit der Crisis-Aufnahme an. Sonst wird das echt zu spät heute. Mit Wasserwechsel und sowas. Ui, das wird eng. Mal kicken. Oder vielleicht mache ich nur die Algen raus. Ich guck mal. Ich würde so gerne den Ventilator laufen lassen, aber das hört man im Mikro. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Oh, ich habe irgendwie echt keinen Bock heute auf Crisis irgendwie. Ich weiß nicht. Ach nee, die Typen habe ich erledigt. Ich bin dabei gerade irgendwas zu infiltrieren im Hafen. Mal kicken. So, gegen was fahren wir denn alles? Wir fahren gegen einen Aston Martin, gegen einen DBR 9, Radical SR 8, McLaren Ferrari Racecar M3, La Ferrari, gegen einen #662E, keine Ahnung, was ist das? McLaren, ein Bugatti ist dabei, aber kein Veyron, ein SS und kein Veneno, wenn ich das so sehe. Wir haben kein Veneno. Hennessey Venom, das ist aber kein Veneno. LP 700, nee, kein Veneno dabei, wie ich das gerade sehe. Der hat auch ein B-Turbo, glaube ich, drin, ne? Oh, doch, ein Veyron ist da vorne. Da hinten. Gott, ich habe den auch noch nie ausgefahren. Ich bin gespannt, wie der in die, wie der von der Federung her ist und so weiter. Ich habe den einfach nur mal so getunt und in die Garage gestellt. Aber der zieht schon richtig gut ab, ey. Ups. Ich will mal das Feld dann von hinten aufräumen. Ich fahre mal an die Seite. Oh, zu weit an die Seite. Was fährt denn alles? Da war der Veyron. So, alle durch? Ja, einer noch. Gut, auf den können wir scheißen. Ah, na. Ah, komm runter vom Rasen. Boah, das hasse ich auch, dass man so abgebremst dann wird. So, und jetzt holen wir mal schnell auf, bitte. Bis auf den Veyron, den werden wir nicht aufholen können. Die Beschleunigung ist ja auch unglaublich. Würde mich mal interessieren, ob der schneller ist als mein VW. Bestimmt. So, jetzt räumen wir das Feld mal von hinten auf. Ich bräuchte einen achten Gang. Hey, ich habe hier einen Überrollkäfig drin. Warum? Brauche ich nicht. Ach, Tatsache, da ist der Veyron. Leute, rechte Spur ist frei. Da gammeln die alle hintereinander. Was für Weicheier. Zweiter Platz, wer ist erster? Ach, da vorne ist der. Ach du Scheiße. Na, wer ist da denn? Den will ich jetzt aber mal... So, schön abbremsen. Zweiter Gang und aufs Gas getreten. Die Gänge schalten durch wie so bei so einem Rennauto. Din.
Gib Gummi! Scheiß auf Schadstoff! Ist gesund! Oh, diese Flammenbildung da hinten, ich liebe das. Gott, ey, der hat ja einen ganz schönen Vorsprung, ey. Wie ist der so schnell gewesen? So, dann müssen wir mal ein bisschen auf Race gehen. Ich kann ja mal gucken, dass ich in der nächsten Folge mal in den Multiplayer gehe. Ich glaube, ich spiele lieber heute noch ein bisschen Forza und lass mal Crysis vorerst aus. Weil ich habe nämlich noch Crysis zu rennen und Crysis war seit 4 Tagen oder 3 Tagen nicht online. Tut mir leid dafür. Aber ich habe einfach keine Zeit gehabt hochzuladen. Das wird sich halt natürlich jetzt mit dem neuen Laptop ändern. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist die Folge schon mit dem neuen hochgeladen. Aber ich glaube es eher nicht, weil ich werde alles heute noch rendern. Das würde bedeuten, ich müsste am Ende alles nochmal neu rendern. Und definitiv auf eine bessere Qualität. Auf jeden Fall, die jetzigen Upload mit der jetzigen Qualität dauern bei mir ungefähr 1 Stunde bis 1,5 Stunden pro Video. Bei ungefähr 1 GB maximal. Das wird sich ändern, weil ich werde versuchen, auf HD bzw. auf 4K zu rendern. Das ist, bei mir möglich. Dann werden die die Dateien 3 GB haben, das heißt 4 Stunden Hochladezeit für ein Video. Aber da ich den Rechner dann Tag und Nacht durchlaufen lassen kann... Alter, wie schnell ist der denn, ey? Der rast hier durch. Also, der vor mir, ich bin ja immer noch Zweiter. Den ersten, guckt euch mal auf dem Minimap an, wo der ist. Oh, abgelenkt. Das ist ja mit dem kleinen Laptop dann scheißegal. Wie lange der Upload... Ups, da gab es einen Fahrfehler von der KI. Eieiei, finde ich auch schön, dass man die KI-Fehler macht. Ah, ich fahre hier immer gegen die Bande. Scheißegal mit welchem Auto. Ich fahre immer dagegen. Und wenn ich mit dem Mini, mit dem Cooper hier lang fahre. So, jetzt packen wir mal unsere Top-Beschleunigung und Geschwindigkeit aus. Dass wir den anderen mal irgendwie noch aufholen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich würde gerne mal wissen, wer da vorne überhaupt ist. Na, du lahme Krücke. So. Formel 3 Auto. Oder 2? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit der Formel nicht so aus. Was, bist du so schlecht in Mathe? Oh. Soundplates, sag ich mal, oder so. Gimmicks soll ich mir auch mal zulegen. Ich brauche einen 8. Gang. Gibt's noch eine stärkere Maschine als der Aventador? Muss ich mal in der Tuning gucken. Was da für ein Motor noch rein könnte. Da könnte eigentlich nur noch ein Veyron-Motor rein. Den können wir definitiv nicht mehr aufholen. Der hat einfach einen zu hohen, verbremst Vorsprung. Aber irgendwie dafür, dass wir doch eine höhere Top-Geschwindigkeit haben, finde ich, habe ich die Beschleunigung irgendwie hochgesetzt, weil der erste Gang geht nur bis 80. Also in Klammern nur bis 80. War das vorher auch so? 13 Sekunden waren wir in dem Abschnitt schneller. Als vorher, gut, wir haben auch vorhin auf die anderen gewartet. Diesmal sind wir auch durchgefahren. Oh, Mann. Lasst mich doch fahren. Ja, den holen wir nicht mehr auf, das können wir vergessen. Gut, gehen wir halt als Zweiter durch Ziel. Gut, die fahren hier auch auf unschlagbar. Vielleicht sollte ich das in Zukunft öfters machen. Da bleibt jedenfalls noch ein bisschen Herausforderung. So, dritter Gang. Ich fahre mal in der Ansicht. Da sieht man schön viel. Boah, das fühlt sich gleich ganz anders an. Diese Fahrphysik, man, der menschliche Körper oder das Gehirn trainiert sich ja auf die Fahrphysik. Man fährt bei jedem Rennspiel am Anfang einfach nur noch scheiße. Und nach einer Zeit fährt man dann immer besser, weil man weiß, wie die Physik hier tickt. Das ist mir nämlich damals aufgefallen, wo ich ein Let's Play gemacht habe von Need for Speed Rivals oder Rivals. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt.
Wie da war die Fahrphysik, ich fand die Fahrphysik so für den Arsch einfach nur, tut mir leid. Fand ich einfach nur shit. Oh, der ist schon im Ziel, Drecksack. Fand ich einfach nicht schön, die Fahrphysik. Und da habe ich dann danach direkt Forza gespielt, Horizon 1. Ich bin in Horizon 1 so schlecht gefahren einfach nur. Yay, wer ist denn jetzt eigentlich Erster? Das würde mich mal interessieren. War das der Aston DBR? Den habe ich nämlich nicht mehr gesehen. Ob das der DB9 war? Eine kleine Delle vorne haben wir. Gut. So. Wie viele Credits? 20.000 Credits haben wir mit dem Rennen gut gemacht. Boy. Und Stufe 383. Jawohl, ja. Wer ist denn jetzt Erster geworden? Bestenlisten, das will mich jetzt mal... Hä? Mazda? Ach so, das ist weltweit. Gott, auf welchem Platz bin ich denn? 46.834. Boah. Und alle irgendwie mit Mazda. Da ist einer mit Nissan. Mazda. Alles Mazda. Und immer Hashtag 55. Veranstaltungsergebnisse, da müsste das doch drin sein. Ja, Le Ferrari. Der Ferrari war zuerst. Mit 20 Sekunden Vorsprung. Heftig. Heftig. Gut. Wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge, da gehen wir dann mal in die Multiplayer. Ich hoffe, da fahren die Leute endlich mal ordentlich und da kreuze ich dann mal mit meinem schönen VW auf. Mal schauen, wie ich da abschneide, aber ich weiß jetzt schon, im Multiplayer bin ich ja immer der Beste, also mal sehen. Gut, bis morgen, übermorgen.